Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Ja, zwei Briefe haben wir. Kaiserin Asina, milde für Arken. Ich bin beeindruckt, Commander. Die Galaxis hatte erwartet, dass ihr Arkens Leben ein Ende setzt. Aber ihr habt Gnade walten lassen und ihn für euch gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich mich so im Griff gehabt hätte. Manche Kritiker sehen Schwäche darin, dass ihr so nachsichtig wart. Andere sind wütend, dass der Tyrann nicht härter bestraft wurde und bestehen darauf, dass er leiden soll. Wie auch das Sith Imperium gelitten hat, als er seinen Krieg gegen uns führte. Aber wir wissen beide, dass selbst die größten Anführer es nicht allen recht machen können, wenn das Schicksal der ganzen Galaxis auf dem Spiel steht. Mit Arken an eurer Seite steht nur noch Vaylin zwischen euch und dem ewigen Thron. Das Sith Imperium wird euch bei jedem eurer Schritte stolz zur Seite stehen. Indosal, lang lebe die Allianz. Aufzeichnung von Indosal, Zarkul-Flüchtling 3751b. Ich grüße euch, Commander, hier ist Indosal. Ich bin am Leben und es geht mir bestens. Ich diktiere diese Nachricht aus einem Allianzversteck auf Zarkul. Ich weiß nicht genau, wo ich bin, aber der leichte Geruch von Goma-Nudeln und Angstschweiß erinnert mich irgendwie an den Bezirk, in dem ich aufgewachsen bin. Ein schrecklicher Ort. Schreit, nicht jetzt, unverständlich, Abschaum, ich bin im Gespräch. Räuspert sich, tut mir leid, Commander. Hier sind eine Menge Rebellen und wir teilen uns alle einen Rekorder, aber 2 Minuten habe ich noch, oder? Ungeduldiges Schwein. Leise, aber wer kann es ihnen vom Wurf machen? Wir sitzen hier seit der Party fest und verstecken uns vor Vaylins Todestrupps. Wir machen Kampfübungen und warten jeden Tag auf einen Befehl von euch, uns zu erheben und den ewigen Thron zu stürzen. Der Große da hinten macht schon eindeutige Gesten. Ich muss jetzt also zum Schluss kommen. Muss jetzt also Schluss machen. Bis dann, Commander. Und lang lebe die Allianz. So, und ich habe was vorbereitet. Für Dafal. Was schreiben wir denn als Betreff? Das habe ich jetzt nicht. Warte, ich packe das hier rein. So. Kurz gucken. Ein bisschen hier Absätze machen. Na? Wieso geht denn hier kein Absatz? Das stört mich jetzt schon wieder. Ah, die ist zu lang. Gut, dann kann ich meinen lustigen Satz am Ende nicht mehr machen. So. Betreff, so sollten wir es vielleicht nicht schreiben, wirkt nicht ganz so offiziell. So, Dank für Loyalität. Untertan Dafal. Es freut mich, euren Zuspruch zu erhalten in den Bestrebungen, die ewige Flotte mitsamt ihrer Kaiserin Vaylin in die Vergessenheit zu geleiten. Mit Hilfe des Sith Imperiums erblüht unsere Allianz in neuer Stärke und eure Beteiligung daran ist merklich spürbar. Die Videos sollen unsere tapferen Streiter auf den Schlachtfeldern dieses Krieges motivieren und ihnen vor Augen führen, dass sich der Allianzkommandant selbst nicht zu schade ist, in die Schlacht zu stürmen, um das große Ziel zu erreichen. Danke, dass ihr diese Zeugnisse meiner Macht stets im Auge behaltet und dem nach mir benannten Holonetz-Kanal folgt. Wenn ich einmal nicht in diesem Universum sein sollte, sondern in unbekannten Regionen, dann wisst, dass dies nur zum Zweck der Verteidigung der Allianz geschieht und ihr nicht den Glauben an mich verlieren dürft. Ich möchte keine zweite Saresh-Situation erleben. Haltet mir die Treue und der Sieg wird schon bald unser sein, der Allianz-Kommandant. Geil, oder? Also, Entschuldigung, musste mich jetzt mal kurz loben. Aber ich habe gedacht, das hat er verdient, also ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Bitteschön. Dieser Empfänger ist kein Freund, gilt mit eurem Vermächtnischarakter. Ja, ist in Ordnung. Das können wir aber ändern, würde ich sagen. Ich weiß bloß nicht, wie ich Freunde hinzufüge. So? Ah, da. Achso, nee, ich will. Entschuldigung, also ich würde dich natürlich gerne hinzufügen, aber ich will das nicht, weil dann immer dieses Geräusch kommt, wenn sich ein Freund einloggt und manchmal in Zwischensequenzen nervt mich das im Let's Play. Deswegen habe ich mit dem Charakter extra keine Freunde hinzugefügt. Ich wusste, da war mal was, aber wenn ich durch bin mit dem Let's Play, dann füge ich dich hinzu. Vielen Dank nochmal und ich hoffe, meine Nachricht erreicht dich. Der Allianzkommandant ist immerhin dankbar dafür, dass du ihm dienst. So, und damit wir unserer Huldigung auch gerecht werden, würde ich sagen, kümmern wir uns weiter darum, Vaylin zu stürzen und begeben uns in die Leere. Also nicht in die Leere, sondern in eine Leere. Das ist irgendwie sehr doppeldeutig. Ich find's lustig. Los geht's. Du hättest mich auf Nathema lassen sollen.
Du bist meine Tochter. Du gehörst hierher. Weißt du, was sie mir dort angetan haben? Du musstest Disziplin lernen. Du musstest erkennen, wie du deine Kraft kontrollierst. Das Band zwischen uns wird immer stärker. Ihr könnt Bruchstücke meiner Erinnerungen sehen. Valin hat Nathema erwähnt. Was ist das? Nathema ist eine geschändete, vergessene Welt, auf der die Macht korrumpiert wurde. Ich habe Valin dorthin geschickt, um ihren Geist zu konditionieren und ihr Gehorsam beizubringen. Kein Wunder, dass eure Tochter euch hasst und alle anderen. Sie hatte zu hassen gelernt, lange bevor ich sie wegschickte. Unkontrolliert war Valin eine Bedrohung für alles, was ich erschaffen hatte. Und für sich selbst. Jemand musste ihre Macht in die Schranken weisen. Sie hat euch Angst gemacht. Ich respektierte ihre Stärke. Was ihr ebenso tun solltet. Fragt ihr euch nicht, warum diese Erinnerungen gerade jetzt wieder aufkommen? Ich dachte mir schon, dass ihr versuchen würdet, mich irgendwie zu manipulieren. Das war eine Warnung. Sie will ihre Konditionierung brechen. Wenn Valin ihre ganze Macht entfesselt, könntet selbst ihr Probleme haben, sie aufzuhalten. Es gibt noch immer keinen Hinweis darauf, wohin Valin verschwunden sein könnte. Hat sie vielleicht die Eroberung der Galaxis aufgegeben und sich in einer beschaulichen Kolonie im Outer Rim zur Ruhe gesetzt? Das würde nicht zu meiner Schwester passen. Ich habe da so eine Ahnung, wo sie sein könnte. Auf einem Planeten namens Nathema. Ich hätte nie gedacht, den Namen dieser verfluchten Welt je wieder zu hören. Ihr wart dort? Einmal. Valkorion hatte dort meine Schwester weggesperrt, als sie noch ein Kind war. Sie liegt im Corleon-Sektor. Ein Moment. Jemand hat während Valens kleiner Feier eine verschlüsselte Holo-Nachricht an sie geschickt. Wir konnten den Ursprung in diesen Sektor zurückverfolgen. Warum erfahre ich erst jetzt davon? Wir haben während Valens Party hunderte von Anrufen zurückverfolgt. Der hier kam uns eigentlich nicht seltsam vor. Bis jetzt. Nathema ist eine verdorbene Welt. Wenn ich dorthin gehe, werde ich wieder in meine alten Gewohnheiten verfallen. Alles, was ich seit meiner Heilung auf Voss erreicht habe, wird umsonst gewesen sein. Bleibt hier und passt auf Senja auf. Lana, Teron, ihr kommt mit mir. Alles klar, Commander. Ich bereite die Fähre vor. Wir sehen uns dort, wenn ihr bereit seid. Die Scans orten nur in einem Gebäude Lebenszeichen. Diese Welt ist unnatürlich. Als ob die Macht hier ausgehöhlt wäre. Ich habe es auch gespürt. Die Macht durchströmt jedes lebendige Wesen, Teron. Selbst euch. Auf Siost hatte der Imperator die Macht korrumpiert und alle in blutrünstige Wahnsinnige verwandelt. Aber hier kann ich die Macht kaum spüren. Die Effekte werden auf der Oberfläche noch stärker sein.
Das Fehlen der Macht könnte uns verrückt machen. Meine Kraft hier ist begrenzt. Aber ich werde tun, was ich kann, um euch und eure Gefährten vor den schlimmsten Effekten der Leere zu beschützen. Setze zur Landung an. Grüße euch, Kaiserin. Es ist schon viel zu lange her. Wo ist Yarad? Er wartet in seinem Labor auf euch. Erinnert ihr euch an den Weg? Wartet hier. Ich werde die Fähre im Auge behalten. Sagt Bescheid, wenn ihr mich braucht. Na Thema. Es gibt nur wenige Geschichten über Valkorion, die so grausig sind wie die Geschichten von Na Thema. Lange bevor er seine aktuelle Form annahm, war Valkorion als reinbütiger Sith namens Vishiyet auf der üppig bewachsenen Welt Meridias geboren worden. Vishiyet stieg zum Imperator der Sith auf und herrschte mehr als 1000 Jahre lang. Doch forderte er dafür einen schrecklichen Tribut. In der Frühphase seiner Herrschaft lud Vishiyet tausende der mächtigsten Sith-Lord auf seine Heimatwelt ein und löschte alle vermeintlichen Herausforderer mit einem grausamen Ritual der dunklen Seite aus, das jegliches Leben auf dem Planeten vernichtete. Selbst die Macht konnte dort nicht überleben. Die Leere, die nach dem Ritual zurückblieb, erfüllte alle machtsensitiven Wesen, die sich der Welt näherten mit Schmerz und Leid. Der Name Meridias wurde aus dem galaktischen Aufzeichnung getilgt und der Planet, der nun nur noch eine Ödnis war, sollte fortan als Na Thema bekannt sein. Jahrhunderte später verbannte Valkorion seine Tochter Valen auf die geschundene Welt, da er wusste, dass die Leere in ihre wachsende Macht eindämmen würde. Außerdem war sie dort empfänglich auf die mentale Konditionierung, mit der er sie kontrollieren konnte, wenn sie nicht sowieso dem Wahnsinn verfallen würde. Eine super spannende Geschichte, also wer das genauer haben will, muss den dritten SWTOR-Roman Revan lesen, da wird es aufgearbeitet von jetzt habe ich den Namen verpasst. Bin ich jetzt blöd? Scourge, von der Lord Scourge und Scourge und ein Mitglied des Rats der Sith. Da wird über dieses Ritual eben genau geredet und halt darüber, wie machthungrig und gefährlich der Imperator eigentlich ist, weil sie sich dann gegen ihn stellen wollen. Also es ist eine sehr extrem interessante Sache und einer der spannendsten Aspekte, finde ich, bei Star Wars Republic, diese Geschichte vom Sith-Imperator sowieso. Und schön, dass es hier im Kodex Eindruck auch nicht so geheimnisvoll dargestellt wurde, sondern nochmal aufgegriffen wurde. Hier pulsierte einst das Leben einer großen Stadt. Jetzt sind davon nur noch Ruinen geblieben. Hat quasi den ganzen Planeten vernichtet, um unsterblich zu werden, alle Seelen und so. Und logisch, dass er hierhin Valen schickt, weil hier die Macht eben schwach ist. Ich fände es cool, wenn das im Spiel noch irgendwie dargestellt worden wäre, dass man irgendwie halb so viel Macht hat oder irgendwas so, weißt du, so einen kleinen Kniff irgendwie im Game Design. Hätte ich ganz geil gefunden, aber gab's nicht. Okay, ist nicht so schlimm. Also hier geht's gar nicht lang. Ja, jetzt sieht man noch die alten Mauern. Und der ganze Planet ist auch so ein bisschen, hat so ein bisschen Filter drüber. So ein Graufilter. Ich glaube, der ist aber auch schon zurückgenommen worden. Früher war der extremer. Da war hier wirklich alles grau, also auch die Figur. So wie auf Sios quasi, wenn man da nach Sios zurückgekehrt sind, war ja auch alles grau. So war das hier, glaube ich, damals auch, aber... Ich weiß nicht, entweder haben sie das mit Absicht gemacht oder es war bei irgendeinem Patch, hat es dann erledigt. Seht euch das an. Erledigt. Die Katastrophe hat die Leute in Staub verwandelt. Ja. Aber ein paar Schmuckstücke haben sie irgendwie überstanden. Aber der Soundtrack hier, die Atmosphäre, die ist schon echt beklemmend, also. Ist echt, echt gut gemacht, also. Respekt. Schön, dass man diesen Planeten wieder aufgegriffen hat. Nachdem man ihn nur in der Vorgeschichte hatte, also den gab es ja im Grundspiel nicht. Den kannte man nur aus der Vorgeschichte. Also aus diesem Roman. Und es ist gut, dass man hier nochmal den Bezug dazu auch herstellt. Jetzt sollte es besser werden. Oh.
Ach, da sind noch zwei. Aber wir sind schon merklich stärker geworden, also. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was wir vorher anhatten. Habe ich weggeschmissen. Und guck, hier haben wir zum Beispiel schon einen besseren Dings. Und hier haben wir sogar noch eine Verbesserung. Können wir die irgendwo reinpacken? Ja, die meisten Sachen sind hier schon vorgefertigte. Hier können wir höchstens eine Verbesserung reinpacken, aber die ist nicht besser. Okay. Ja, das meiste sind schon vorgefertigte Objekte tatsächlich. Wow, 210. Beeindruckend. Nicht. Auch hier finde ich schön, geht genau auf. Hat mir auch sehr gefallen, als ich das erste Mal durchgespielt habe. Sie ist mit 5 Leuten hier angekommen, also mit 5 Horizontwachen. Und die 2 Sprungtruppen sind ja draußen geblieben. Und genau diese 5 haben wir jetzt besiegt. Unten 4 und jetzt hier den Kommandanten. Weiter schon ganz schön stark ist, das kann man nur sagen. Okay, Massenteilen kann man leider nicht effektiv unterbrechen. Der macht es dann trotzdem gleich noch. Jetzt will er es aber wissen. Hier ist es schlimmer. So, warte mal, ich wollte mal ein was noch machen. Das wollte ich schon lange machen. Immer diese Einblendungen am Anfang von Zwischensequenzen regen mich nämlich dermaßen auf. Das habe ich schon bei vielen Charakteren gemacht, außer bei meinem Let's Play Charakter. Also weil ich halt nur auf dem dieses Interface benutze, auf anderen habe ich ein paar andere halt immer. Da blendet es jetzt nämlich nicht mehr ein irgendwie. Sprich mit der und der. Die Leere. Sie ist hungrig. Sie will mich verschlingen. Meinen Geist und meinen Verstand. Jede Spur meiner Existenz auslöschen. Ich werde die ganze Zeit an eurer Seite sein. Zusammen trotzen wir jeder Gefahr. Aus jedem anderen Mund würde sich das wie eine Lüge anhören. Der Sog der Leere ist stark, aber er wird uns auch vor Venins Aufmerksamkeit verbergen. Mal sehen, ob wir diese Türen aufkriegen. Genau, was ich meinte. Achso, geht schon weiter. Dass ihr nicht schon als Kind so eine Waffe hattet. Wahrscheinlich hätte keines meiner Schoßtiere überlebt. Warum haben mich eure Kreaturen angegriffen, Yarak?
Ich bin jetzt die Kaiserin. Keine Gefangene mehr. Sie reagieren auf Angst und Hass. Wenn ihr lernen könntet, eure Emotionen zu kontrollieren, wie euer Vater, würden sie euch keinen Ärger machen. Ich bin nicht wie Valkorion. Ihr sagtet, dass ihr einen Durchbruch erzielt habt. Es ist alles vorbereitet, Kaiserin. Im Hauptlabor. Okay, ich bin bereit. Für alles. Alles klar. Gab es auch Collectibles? Weiß ich nur, was heißt Collectibles, ne? Im Rahmen von SETR, also nichts wirklich zum Sammeln, sondern das Sanatorium. Das Sanatorium ist eine einsame Konstruktion auf der sonst kargen Felslandschaft von Athema und war der Ort, an dem Valkorion starke Machtanwender schickte, die sich ihm widersetzten, um schreckliche Experimente an ihn durchzuführen. Die Machtleere, die die Welt umgibt, schränkte die Kräfte der Testsubjekte ein, sodass sie sich nicht wehren oder fliehen konnten, das perfekte Labor und Gefängnis. Das Sanatorium ist auch die Heimat einer mysteriösen Sekte von Machtsensitiven von Athema-Eiferern. Doch der Alltag der Einrichtung wird von den Aufsehern geregelt, speziell ausgebildeten Abyssinern, die sowohl Wachen als auch Verwalter sind. Die Hallen werden zudem von mutigeren, mutierten Kreaturen von anderen Welten beschützt, die genetisch modifiziert wurden, um bei den unfreiwilligen Bewohnern des Sanatoriums Furcht zu erregen und sie zum Gehorsam zu zwingen. Das Kommando über die gesamte Operation hatte Anomiden-Wissenschaftler Yarak, der aufgrund seiner abartigen Forschung von seinem Volk verbannt wurde. Benin ist der einzige Häftling, der es je geschafft hat, Athema lebendig zu verlassen. Doch die Schrecken, die sie während ihrer Gefangenschaft erdulden musste, haben dauerhafte Narben in ihrem Geist hinterlassen. Sie können da einem wirklich fast leid tun. Tief durchatmen. Valkorion hat mir die völlige Kontrolle über sein Kind gegeben. Der Tod ist die einzige Grenze, die ich nicht überschreiten darf. Glücklicherweise hat er mir zahlreiche Subjekte zur Verfügung gestellt, damit ich meine radikaleren Experimente vorher testen kann. Gott, abartig. Na gut. Ganz schön verdreckt hier drin, ne, in ihrer Anlage. Sie hätten auch mal ein bisschen Ordnung halten können. Die Kreaturen rissen einen jungen Mann in Stücke. Er starb schreiend vor Valens Augen. Aber sie hat kein Interesse daran gezeigt, ihm zu helfen. Die Dinge entwickeln sich gut. Es überrascht mich, dass sie nach all den Experimenten, die sie erleiden musste, Nathema jemals wieder betreten würde. Ich denke, sie würde alles tun, um sich von Valkorions mentaler Konditionierung loszureißen. Okay, sonst gab es hier nichts, oder? Nope. Okay. Heute musste Valen beim Sezieren zusehen. Ich habe ihr jede einzelne deformierte und gebrochene Leiche der gescheiterten Experimente gezeigt. Ich ließ sie sehen, welchen Schaden die Implantate und Chemikalien anrichten können. Jetzt weiß sie, was vor ihr liegt. Dieses Ding hier gab es im Cotet-Trailer zu sehen. Ihr Spielzeug.
Valen hat heute einen weiteren Aufseher getötet. Sie muss lernen, dass Ungehorsam Konsequenzen hat. Isolation, Furcht, Schmerz. Manchmal sind die einfachsten Werkzeuge die effektivsten. Gott. Einfach nur wahnsinnig. Und das sind sie auch schon, die Nathema Alpherer. Die Nathema Alpherer, eine geheime Gruppe von starken Machtsensitiven, leben auf der geschändeten Welt in totaler Isolation. Die von Valkorion gegründete Gruppe der Nathema Alpherer gehört zu den einzigen machtsensitiven Lebewesen, die durch eine Vielzahl von täglichen Ritualen und intensiver Meditation dem Schrecken der Leere widerstehen können. Ihre mentale Konditionierung bündelt zwar ihre Macht, hüllt aber gleichzeitig ihren freien Willen aus. Das ist sicher kein Zufall, da Valkorion die Absicht hatte, eine Armee von völlig unterwürfigen und doch unglaublich starken Machtanwendern zu erschaffen. Ein unbeabsichtigter Nebeneffekt war jedoch die Tatsache, dass die Nathema-Eiferer abhängig von der Leere wurden und ohne sie nicht mehr existieren konnten. Sie wurden katatonisch, wenn sie Nathemas Oberfläche verlassen mussten. In der Hoffnung, doch noch von dem gescheiterten Experiment zu profitieren, setzte er die Nathema-Eiferer als Wächter ein, um auf die Gefangenen aufzupassen, die er ins Sanatorium von Nathema schickte. Er rekrutierte zudem den Anomidenwissenschaftler Yarak, um ihre mentale Konditionierung zu erforschen, mit dem Ziel, seine Tochter kontrollieren zu können. Konventionelle Methoden haben ihre Grenzen. Aber das letzte Testsubjekt, das ich in die Kammer gebracht habe, wurde wahnsinnig und riss sich die eigenen Augen heraus. Ich muss die Maschinen neu kalibrieren, bevor ich sie bei Valen einsetze. Ich dachte, dass Valen schreien würde. Oder weinen. Vielleicht sogar um Gnade flehen. Aber als der Schmerz durch die Maschinen unerträglich wurde, fing sie an zu lachen. Ein ächzendes, schrilles Lachen. Der wunderbare Klang ihres zerbrechenden Geistes. Ich bin nach Nathema zurückgekehrt, Jahre nachdem ich Valkorion einst geholfen habe, sein Kind zu bändigen. Jetzt will Valen, dass ich ihre Konditionierung rückgängig mache. Ein Fehlschlag wird sie nicht hinnehmen. Das stimmt. Hier. Halt, Abbruch. So, gibt's hier noch ein Aufzeichnungsding oder? Ja. Ah ne, warte mal, hier waren wir schon, ne? Hier sind wir schon durchgekommen. Genau, wir sind hier ja außen rumgelaufen. Oh. Wir kamen hier noch nicht weiter, deswegen sollten wir diese Karte finden. Okay, dann ist das andere wahrscheinlich noch dahinter. Entschuldigung. Das sind die ganzen machtsensitiven Experimente, die Valkorion durchführte. Sith. Jedi. Ich spüre immer noch den Schmerz ihrer letzten Momente. Valen wird alles dafür tun, um ihre Konditionierung zu brechen. Die Starken müssen ihre Ketten zerbrechen. Selbst wenn es bedeutet, dass die Schwachen darunter leiden müssen. Aber die Frage ist... Werdet ihr stärker sein als Valen, wenn sie es schafft, ihre mentalen Fesseln abzulegen? Wehe, das funktioniert nicht. Wenn ihr stark genug seid, den Prozess zu überleben, werden eure Fesseln zerbrechen. Hat eine eurer Laborratten schon so lange überlebt? Keine von ihnen war so stark wie ihr. Ist etwas, Kaiserin? Nein. Fangen wir an. Ah!
Velen! Ihr müsst sie aufhalten. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Na los! Alter, geht's weiter? Ich will nur noch kurz gucken. Gibt's hier noch eine Aufzeichnung? Ich weiß nicht, irgendwo war die noch. Vielleicht haben wir sie auch verpasst. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Sonst habe ich sie aber eigentlich auch immer alle gefunden. Also ich glaube, die kommt noch. Ah, hier müsste die auch sein, oder? Ja. Ich kümmere mich um euch. Velen hat Senja bis an die Küsten von Ord Mantell gejagt. Sie hat die Ritter ihrer Mutter eliminiert. Aber Senja am Leben gelassen. Ist das ein Anzeichen liebevoller Familienbande? Oder ein Raubtier, das mit seiner Beute spielt? Es wird sich zeigen müssen. Ich dachte, dass Velen schreien würde. Oder weinen. Vielleicht sogar um Gnade flehen. Aber als der Schmerz durch die Maschinen unerträglich wurde, fing sie an zu lachen. Ein heftiges, schrilles Lachen. Der wunderbare Klang ihres zerbrechenden Geistes. Das war nochmal kurz, ich glaube, ein Teil vom ersten, oder? Vom ersten Eintrag. Ich glaube. Ja, das war auch Trailer von Cottage. Der Kampf gegen ihre Mutter. Also den kann ich euch empfehlen, findet man überall auf YouTube, ne? Ich glaube, die sind gar nicht geschützt, die hätte ich auch einbinden können in die jeweiligen Folgen, aber es ist Quatsch, also. Wartet! Ich bin nicht euer Feind! Ich erkenne euch von den Holos. Ihr leitet diese Einrichtung. Ich bin Yarak, ein demütiger Diener des ewigen Throns, der nur das tut, was man von ihm verlangt. Menschenexperimente zum Beispiel. Eine Rechtfertigung, die ich schon von zu vielen Übeltätern gehört habe. Das Streben nach Wissen ist nichts Übles. Auch wenn es manchmal unvorhergesehene Konsequenzen gibt. Velen, etwas ging schief. Ihre Kraft gerät außer Kontrolle. Sie zu entfesseln wird die ganze Einrichtung zerstören. Wir können diese Katastrophe überleben, aber dafür müssen wir zusammenarbeiten. Ihr arbeitet für Velen. Warum solltet ihr uns helfen? Wir teilen den Wunsch zu überleben. Velens Kraft hat die Kreaturen und Aufseher in den Wahnsinn getrieben. Beschützt mich vor ihnen und ich werde euch in Sicherheit bringen. Beeilung und bleibt nah bei mir. Es ist nicht weit. Yarak. Anders als viele Anomiden interessiert sich Yarak nicht für Raumschiffe, Druiden oder Holopads. Er hat sich dem Studium einer wesentlich komplexeren Maschine verschrieben, dem Gehirn. Yarak ist davon überzeugt, dass persönliches Leiden unbedeutend ist, wenn es dem Zweck dient, den Geist besser zu verstehen, und setzt daher Methoden ein, bei denen andere Verhaltenspsychologen sich nur angewidert abwenden können. Doch so sehr seine Kollegen seine grausamen Techniken auch verurteilen, seine Resultate sprechen für sich. Vor Jahren entwickelte Yarak eine brutale Methode zur Gehirnwäsche, nach der Patienten bis zu 10 Stunden lang jeden Befehl bereitwillig ausführten. Zu den Nebeneffekten gehörten Ausschläge, Delirium und der Tod bei 9 von 10 Patienten. Und doch standen Huttenverbrecherbosse und private Militärorganisationen gerade zur Schlange, um den Wissenschaftler für sich zu gewinnen. Als Yarak ein Angebot annahm, stammte es von außerhalb des Outer Rim. Ihm wurde unendlich viele Testsubjekte, eine eigene Einrichtung und die komplette Kontrolle über alle Methoden versprochen. Und so setzte Yarak seine Forschung für Valkorion fort und verschwand aus dem bekannten Raum. Das hat jetzt so ein bisschen Tempel der dunklen Seite Flair hier alles. Gefällt mir. Das wird helfen.
haben einen straffen Zeitplan. Das stimmt. Was ist das für ein Ort? Die Tresorkammer des ewigen Imperators. In ihr befinden sich Artefakte, die so mächtig und gefährlich sind, dass selbst Valkorion Angst hatte, sie einzusetzen. Ich kann euch nicht vor dem beschützen, was sich da drinnen befindet. Klingt, als würdet ihr nicht wollen, dass ich eure Geheimnisse lüfte. Ein Grund mehr hineinzugehen. Sie ist frei. Ihr müsst... Bevor... Ich kann euch nicht hören. Ihr verblasst. War das Valkorion? Er benimmt sich schon seit unserer Ankunft seltsam. Vielleicht beeinflusst ihn die Leere. Oder es gibt mehr auf Nathema, als er uns gesagt hat. Der Energieanstieg hat die Schaltkreise überlastet. Wir sitzen in der Falle. Diese Kammer muss über ein Notfallsystem verfügen, um die Energie wiederherzustellen. Es gibt einen Weg. Ihr müsst den Energiegenerator reaktivieren. Aber seid vorsichtig. Valkorion hat dort tödliche Hüter eingesperrt, um seine Schätze zu beschützen. Nach ihrem jahrhundertelangen Winterschlaf sind sie sicher hungrig. Dass aber auch nichts einfach sein kann. Die Kammer des Imperators. Die Kammern des Imperators waren für lange Zeit nur ein Gerücht unter den Mitgliedern des Rats der Sith. Auch wenn niemand eine Ahnung hatte, wie viele es überhaupt existieren mögen. Man glaubt, dass sie und dunkle Relikte von unglaublicher Macht enthalten. Sie sind ein wahrhaft sagenumwobener Schatz, doch nur wenige haben den Mut, offen darüber zu sprechen und noch weniger trauen, sich tatsächlich danach zu suchen. Die letzte bekannte Jagd auf diese Kammern wurde vom SID-Colonel Chen Alkir durchgeführt, kurz nachdem der Imperator von Drum und Kass verschwand. Alkir ging dem Tipp eines hochrangigen Sith-Informanten nach und durchkämmte die Randbereiche des wilden Raums. Nach mehreren Wochen brach der Kontakt zum Colonel dann plötzlich ab. Monate später fand man Alkirs verlassenes Schiff auf Korriban, ohne sichtbare Schäden, nur der Speicherkern war gelöscht und ein Astromechdroide fehlte. Der SID versuchte, seinen vermissten Agenten zu lokalisieren, aber letztendlich wurde der Fall geschlossen. Die geheimnisvollen Kammern des Imperators bleiben weiterhin ein Rätsel.
Seid ihr gekommen, um mich noch mehr zu quälen? Nein, ich spüre seine Präsenz, auch wenn sie schwach ist, weit entfernt. Ihr seid nicht Tenebrae. Sprecht ihr von Valkorion? Valkorion, Tenebrae, Vishyet, Imperator der Sith. Mein unwürdiger Sohn hat viele Masken getragen. Ich bin Lord Ramat. Vor 1000 Jahren habe ich über diesen Planeten geherrscht, als er noch die pulsierende Welt Nedrias war. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass Valkorion einen Vater hat. Er ist nur einer von vielen Nachkommen, die ich gezeugt habe. Er war mein unbedeutendstes Kind. Seine Mutter war eine namenlose Bäuerin. Aber er hat mich ermordet, meinen Geist eingesperrt und Medrias in das hier verwandelt. Ihr sagtet, dass dies einst eine pulsierende Welt war. Was ist passiert? Er hat viele Sith-Lords hergelockt und sie in einem dunklen Ritual verschlungen, das alles Leben auf diesem Planeten ausgelöscht hat. Er hat etwas Ähnliches auf Siost getan. Sein Hunger nach Unsterblichkeit muss fortwährend genährt werden. Wie kommt es, dass er euren Geist nicht verschlungen hat? 1000 Jahre lang hat er mich verspottet und gequält. Aber jetzt kann ich endlich erlöst werden. Dieses Holocron hat die Macht zu zerstören, was von meiner Essenz noch übrig ist. Gewährt mir den Frieden der Vergessenheit. Ich traue Valkorion nicht, aber euch traue ich genauso wenig. Ich kann euch helfen, Tenebrae zu besiegen. Ich kenne seine Schwachstelle. Dieses Holocron ist nicht nur mein Gefängnis. Es kann ihn auch endgültig zerstören. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Was muss ich tun? Es wird der Moment kommen, wenn Tenebrae verwundbar ist. Dann müsst ihr zuschlagen. Befreit mich in der Zwischenzeit aus meinem Gefängnis. Behaltet das Holocron bei euch und wartet auf eure Gelegenheit. Ihr wisst Dinge über Valkorion, die nützlich sein könnten. Vielleicht sollten wir euch für eine Weile in der Nähe behalten. Ich habe euch den Schlüssel gegeben, um die Existenz meines Sohnes zu beenden. Es gibt keinen Grund, mich am Leben zu halten. Lana hat recht. Wir brauchen jede verfügbare Waffe, um Valkorion zu besiegen. Einschließlich euch. Nein! Lasst mich frei! Ich flehe euch an! Ich will nichts. Das erklärt Valkorions Verhalten. Er wollte nicht, dass ihr in seiner Kammer herumschnüffelt. Nehmt ihr das Holocron. Valkorion darf nicht wissen, dass wir es haben. Nichts dem Zufall überlassen. Ich lasse ihn frei, wenn wir Valkorion besiegt haben, wenn das geht. Aber bis dahin... brauchen wir ihn ich vielleicht. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Lord Dramat. Lord Dramat herrschte vor mehr als ein Jahrtausend über die Sith-Welt Medrias. Der Sith-Lord hatte nur wenig für die alltäglichen Regierungsgeschäfte übrig und verbrachte seine Zeit lieber damit, Festessen zu veranstalten und auf dem landwirtschaftlichen... Planeten herumzureisen. Bei seiner Reise zum weit entfernten nördlichen Kontinent hatte Dramat eine Affäre mit einer armen Farmerin, zeugte mit ihr einen Sohn, den er aber schon bald darauf vergaß. 10 Jahre später kam dem Sith-Lord Gerüchte zu Ohren, dass ein Kind auf dem nördlichen Kontinent immer mächtiger wurde. Wow, was soll ich noch alles lesen?
Doch er ging der Sache nicht persönlich nach, bis seine Gesandten nicht zurückkehrten. Nach einer tagelangen Reise erreichte Dramat die Quelle der Gerüchte und traf auf seinen unehrlichen Sohn Tenebrae, den zukünftigen Sith-Imperator und unsterblichen Herrscher von Sakul. An diesem Tag nahm Tenebrae seinen Vater die Verbindung zur Macht und sperrte ihn in ein mächtiges Holocron, wo er in völliger Einsamkeit bis in alle Ewigkeit in Wahnsinn verfallen sollte. Gut, und was war das andere noch? Spezies, glaube ich, eine Schlingklaue oder sowas. Ne, ist halt nicht Spezies, dann Bestiarium. Als unterirdisch lebende Spezies von teilempfindsamen zweibeinigen Insekten überlebten die Schlingklauen das vernichtende Ritual, welches sämtliches Leben auf der Oberfläche von der Thema ausgelöscht hatte, zu einem hohen Preis. Die Katastrophe der dunklen Seite löschte das Schwarmbewusstsein der Schlingklauen aus und verwandelte ihre unterirdische Kolonien in willenlose Individuen ohne jeglichen Verstand. Angetrieben vom Hunger suchten die Schlingklauen die kahle Oberfläche von der Thema auf, wo die Sonnenstrahlen ihr bloßes Fleisch verbrannten und ihre Chitinpanzer versenken. Ohne Pflanzen oder Beutetiere verfielen die Schlingklauen dem Kannibalismus und fraßen sich gegenseitig auf, bis nur noch die Stärksten übrig waren. Die Spezies wurde vor dem Aussterben bewahrt, dass der Sith-Imperator die wenigen Überlebenden gefangen nahm und sie als Wächter seines unterirdischen Verstecks einsetzte. Eingefroren in Carbonit überdauerten die Schlingklauen viele Generationen und warten nur darauf zu erwachen, falls jemand dumm genug sein sollte, ihr neues Reich zu betreten. So, genug Geschichtsstunde jetzt. Aber coole Story. Ach, da ist ja noch eine. Perfekt. Habt ihr die also auch mal gesehen? Ich hatte schon Angst, dass ihr dann das Gegnerdesign gar nicht seht, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit mit dem Dings drüber hänge, aber ist jetzt nicht der Fall. Ganz schön viele Bosse in dem Kapitel. Beschleunigen das mal ein bisschen. Bis zum Ende. Yarak hat es nicht geschafft. Zu schade. Ja, tragisch. Wenigstens hatte er recht, was unseren Fluchtweg betrifft. Habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt, Kaiserin? Sagt ihr es mir. Ich habe noch nie eine solche Kraft gesehen. Ich bin nicht mehr in Ketten. Und was ist mit eurem ehemaligen Gefängnis? Befehlt unseren Schiffen, den Orbit zu verlassen. Schon bald gibt es auf Nathema nur noch Staub und Asche. Ja, ist ja jetzt quasi auch so. Ihr müsst euch sputen, Commander. Die Energieanzeige explodiert und der Rest gleich auch. Ich hole euch draußen ab. Alles klar. Ich glaube, wir können uns dann auch schon langsam mal damit beschäftigen, hä? Zu sagen, danke fürs Zuschauen, weil ich glaube, so lang ist das Kapitel nicht mehr und ich möchte dann auch mit dem Ende des Kapitels einen Cut setzen, weil das nächste, das glaube ich, dann nahtlos ins nächste Kapitel übergeht und wir das natürlich nicht mehr in dieser Folge machen wollen. Deswegen schon mal jetzt, fühlt euch auf jeden Fall verabschiedet. Ich weiß nicht genau, wann das Kapitel endet, aber wenn es endet, dann endet es mit der Zwischensequenz und nicht mit der extra Abmoderation. Jo. Gut, Gegner sollten uns jetzt eigentlich nicht mehr so sehr nerven.
sind beim Evakuierungspunkt, Commander. Wir warten nur noch auf euch. Wir, wer ist noch alles an Bord? Tja, was habt ihr jetzt davon? Hier stürzt gleich alles ein. Los, raus da! Ich arbeite dran. Da sind ein paar Wahnsinnige, die mich davon abhalten. Kann ja auch nichts dazu. Habt ihr auch nicht eingeladen. So. Dann wollen wir mal gehen. Ah ne, wir müssen erst noch in die Büros, bevor wir zur Ausrüstung kommen. Stimmt ja. Valen hat sie ja durch die größten Kämpfe gejagt. Sie hat die Ritter ihrer Mutter eliminiert. Aber Senja am Leben gelassen. Ist das ein Anzeichen liebevoller Familienbande? Oder ein Raubtier, das mit seiner Beute spielt? Es wird sich zeigen müssen. Bisschen buggy ist es nur mit diesen Video-Recordings, aber gut, so lange hat jetzt keiner gesprochen, von daher geht das ja noch. Los, rein! Ihr steht auf Rettungen in letzter Sekunde, oder? Valen hat sich von ihren Fesseln befreit. Jetzt ist sie stärker als jemals zuvor. Haltet ihr schon wieder die Zeit an? Den Trick kenne ich schon. Meine Kraft ist zurückgekehrt, nachdem wir Nathema verlassen haben. Habt ihr irgendwas Bedeutsames in meiner Kammer gefunden? Denkt ihr da an etwas Bestimmtes? Die Artefakte, die sich darin befinden, sind gefährlicher, als ihr euch vorstellen könnt. Wenn ihr sie eingesetzt hättet, wäre das euer Untergang gewesen. Valen ist längst weg. Was ist hier unten passiert? Die Kaiserin hat sich von ihrer Konditionierung befreit. Jetzt ist sie gefährlicher als je zuvor. Dann müssen wir schnell handeln. Was ist unser nächster Schritt, Commander? Wir planen unsere Strategie, sobald wir zurück auf Odessen sind. Ich könnte vorher einen kleinen Urlaub gebrauchen. Oh, oder zumindest ein ausgiebiges Nickerchen in meinem eigenen Bett. Ich setze einen Kurs auf... da kommt eine Nachricht rein. Commander, hört ihr mich? Odessen wird angegriffen. Bis zum nächsten Mal.